Diese geheimnisvolle Stadtvilla wollten wir uns eigentlich angucken. Als wir ankamen, wurde allerdings gerade ein Urbex-Kollege hinausgeführt. Hier ist definitiv keine Erkundung gewünscht, wie ein Infrarotbild des Gemäuers ziemlich deutlich zeigt. Aber auf dem Weg zur Ersatzlocation des Tages entdeckten wir am Straßenrand dieses verlassene Bordell. Da konnten wir nicht anders und mussten mal reingucken. Und der Larry vom letzten Bordell kommt hier ein zweites Mal. Oh, Larry, was machst du? Offen ist er inzwischen zwar, wenngleich das Angebot objektiv doch sehr zu wünschen übrig lässt. Unsere besonderen Vorlieben, man könnte ja beinahe schon Fetisch sagen, bei wochenendlichen Ausflügen genügte es jedoch voll und ganz. Die Größe des verwaisten Parkplatzes lässt auf einen seinerzeit stärkeren Andrang einfahrwilliger Fahrzeugführer schließen. In diesen Fluren spielte sich das zur Schließung dieses Etablissements führende Event ab, als sich der Betreiber mit dem eines konkurrierenden Unternehmens in feinster Wild-West-Manier duellierte. Angeblich penetrierten die Kugeln beider Kombattanten gleichzeitig lebenswichtige Organe des Gegenübers. Die Kurzsichtigkeit beider Kampfhähne, ob des Damoklesschwertes, welches sich durch die Nutzung einer Feuerwaffe zwangsläufig materialisiert, mal völlig außen vor gelassen, zählt das noch als unentschieden, wenn beide Teilnehmer verlieren? Die Zimmer mit den dienstleistungsfreudigen Damen mögen bei schummriger Beleuchtung durchaus annehmbar ausgesehen haben. Bei Tageslicht lässt sich trotz der Vandalisierung durch Obdachlose, die sich hier inoffiziell ein Dach über dem Kopf akquirierten, jedoch leicht erkennen, wie krude die einzelnen Butzen zusammengezimmert wurden. Kein Winkel an den Betten hat 90 Grad. Die plüschigen Bezüge wurden von einem Parkinson-Patienten aufgebracht. Wandfarbe dichtet die allgegenwärtigen Risse in den dilettantisch errichteten Trockenbauwänden. Und vor dem Neuanstrich mal abkleben, das wird auch völlig überbewertet. Die an Stuck erinnernden Bilderrahmen bestehen aus Styropor, unlackiert und mit Heißkleber an die Wände geklatscht.
Die subjektiv marmorne Theke ist aus Plastik. Das zumindest verbliebene Inventar von IKEA. Sogar auf Acryl zum Schließen von schlecht gesägten Wandanschlüssen wurde eiskalt verzichtet. Hellstrahlende Photonen, die sind der Feind dieses Etablissements. Sehr vorausschauend wurde diesem Teil des Gebäudes auch gar nicht erst ein Fenster gegönnt, hätte ein erleuchteter Blick doch wohl jeden Kunden über den Kurs der Sektpulle nachträglich verhandeln lassen wollen. Die Kamera hält es leider nicht fest, aber der rote Teppich glitzert. Welch Klischee, war in Persona aber trotzdem schön anzuschauen. Wenn E.L. James einen Roman über die Geschehnisse in diesem Etablissement verfasst hätte, Unintentional 50 Shades of Rosa wäre ein passender Titel gewesen. Um den Richtlinien für werbefreundliche Inhalte zu entsprechen, haben wir im Folgenden ab und zu unser Logo prominent in den Vordergrund gestellt. Wer mag, der findet die nicht öffentlich gelistete, dafür aber unzensierte FSK 18-Fassung unserer kleinen Tour über die Videobeschreibung. Und hier die 51. Rosa-Variation.
ist euch aufgefallen, dass es bisher nur einen einzigen Schnitt gab? Dieser Ort ist nahezu perfekt für einen Rundgang geeignet, wenn wir nicht die Kellertür übersehen hätten. Wenn euch unsere kleine Tour gefallen hat, freuen wir uns sehr über einen Daumen hoch. Und wenn ihr mehr sehen mögt, schaut mit einem altersverifizierten YouTube-Account doch gern mal nach der unzensierten Version. Mit einem Abo sind wir jede Woche freitags mit einem neuen Ort präsent. Bimmelt auch gern das Glöckchen, wenn ihr es weihnachtlich haben wollt. Und noch mehr sehenswerte Impressionen aus unserer Tour findet ihr auf dem Knight Riders Community Tab. Bleibt gesund und bis bald.